Gibt es eine Kumulation bei der Jahresvorsorge und Selbstbehalt bei Kindern in der Krankenkasse? Hallo und herzlich willkommen, da ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei bei diesem Video. Abonniere doch unseren Kanal hier oben links, würde uns sehr freuen. Und dann legen wir doch heute los. Und zwar beantworte ich heute eine Frage, die einige Zuschauer von euch gestellt haben. Und zwar das Thema, wie wird die Kostenbeteiligung in der Grundversicherung bei Kindern entsprechend bis 18 Jahren aufgeteilt. Denn es gibt hier effektiv eine spezielle Regelung, nur das wissen die wenigsten Leute. Und ich will es heute ganz genau nehmen, darum lese ich ein bisschen viel ab, denn es gibt eine sogenannte gesetzliche Grundlage. Und zwar, ganz einfach heißt das, dass bei Kindern laut Gesetz ja keine Franchise erhoben wird, da haben wir meistens null, außer du machst eine wählbare Franchise. Aber nach Gesetz ist 0, dagegen ein Selbstbehalt. Der Selbstbehalt bei den Kindern in der Krankenkasse ist ja immer die Hälfte von den Erwachsenen. Die Erwachsenen haben 700, heißt bei den Kindern ist es 350 Franken. Jetzt aber gibt es hier den Punkt, wenn mehrere Kinder bei einer Familie beim gleichen Versicherer versichert sind, sind es für sie zusammen höchstens die Franchise und der Höchstbetrag des Selbstbehaltes für eine erwachsene Person zu entrichten. Das heißt also gesamthaft gesehen, wenn alle am gleichen Ort versichert sind, wird für die Kinder maximal die Franchise und der Höchstbetrag des Selbstbehaltes für eine erwachsene Person zu entrichten. Was heißt das konkret? 1000 Franken. Wie komme ich auf das? Die minimale Franchise gesetzlich ist 300 von einem Erwachsenen, der maximale Selbstbehalt von einem Erwachsenen ist 700 Franken. 700 plus 300 gibt 1000 Franken. Also bei mehreren Kindern, obwohl die 350 Franken Selbstbehalt haben, wird es maximiert auf 1000 Franken pro Familie. Voilà. Das ist im Grundsatz die ganze Regelung. Die es gibt. Also könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn jemand beispielsweise drei Kinder hat, müsste er eigentlich dreimal 350 Franken Selbstbehalt zahlen. Das ist nicht der Fall, da es maximiert wird auf grundsätzlich 1000 Franken. Aber man muss auch wieder ehrlich sein, diese Maximierung von 1000 Franken macht, wenn du zwei Kinder hast, überhaupt keinen Einfluss darauf, weil du hast dann nur 2x 350 Franken, was 700 Franken gibt. Also das ist wirklich eigentlich eine Kumulation bei den Franchisen und Selbstbehalten bei einer Familie ab Kinder 3 und aufwärts. Dann kommt dieser Artikel zum Zuge. So, nun hoffe ich, konnte ich dich ein bisschen zu diesem Thema kurz und knackig aufklären. Magst du das Video? Bitte liken, teilen, feedbacken. Folge uns auf unseren Social Media Kanälen. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, wenn du es noch nicht bist, sei easyinsurance.ch und falls du Fragen hast, wir sind für dich da, on, offline, WhatsApp, wie auch immer. Sei easyinsurance.ch. Bis dann. Ciao.